Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Basteltisch. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute packe ich dieses Paket hier aus. Es ist schon ein wenig größer und ich freue mich da sehr. Hier kann man schon erkennen, um was es geht. Und ich nehme euch jetzt hier einfach mal mit, wenn ich dieses Paket auspacke. Und wenn ihr neugierig seid, wie das Ganze aussieht, dann bleibt einfach mal dran. Bis gleich! Das Paket jetzt einmal so hingelegt und werde jetzt hier vorsichtig einmal mit dem Messer, öffnen. So. Verpackt es schon reich. Das sieht ganz gut aus. Ja, das ist ja genial. Richtig süß. Also das ist ja niedlich. Das ist ja ein kleines Kätzchen mit einem bunten Hörnchen. Und der Crocodile finde ich ziemlich süß. Also mir gefällt das Motiv richtig, richtig, richtig gut. Süß. So, weiter öffnen. Das nehme ich mal eben hier raus. Aber das finde ich richtig, richtig cool. Vielen lieben Dank. Dort ist ein Herzchen, Nonni. Und hier noch einmal Danke. Das finde ich ja ganz, ganz, ganz toll. So, hier befindet sich jetzt das Objekt der Begierde sozusagen. Ta-ta-ta-ta. Ich freue mich da so sehr drauf. So, ja, wie lege ich dieses Teil denn jetzt am besten vor die Kamera? Also, das ist die schöne Maschine hier. Ich versuche mal. Ja, ich werde einmal ganz kurz die Kamera noch ein bisschen umstellen, weil der Karton ist doch recht groß. Da bin ich wieder. Ich glaube, so ist es besser. Also, es handelt sich um die Cinch oder Cinch. Und zwar die Heidi Swap Edition, sage ich mal. Diese Cinch stanzt jetzt quadratische Löcher. Es gibt auch die, die normale, also ohne dieses Design-Edition, sage ich mal, die macht runde Löcher. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ich habe mich für diese rechteckigen entschieden. Mir gefällt es persönlich besser. Das ist immer Geschmackssache. Und deswegen, ja, habe ich mich auch entschieden, diese zu bestellen. Bestellt habe ich sie von Kraft.de. Das war der einzige Shop, wo ich jetzt sozusagen Zugriff auf diese hatte. In den anderen Shops war sie irgendwie immer ausverkauft. Ja, aber es hat echt super geklappt. Es ging auch recht zügig. Hier sieht man einmal dieses schöne Teil. Ich finde die Farben auch schön. Ich glaube auch, das ist jetzt eine recht neue Farbzusammenstellung. Die ich sonst immer gesehen habe, die war schwarz-weiß. Und hier sieht man eben hier unten nochmal, ne, dass die eben diese Löcher hier stanzt, diese quadratischen. Ja. So,
dann machen wir das einmal hier auf. So. Hier haben wir einmal die Anleitung, einmal auf Englisch. Und schauen wir eben, da ist dann ein Quick Guide, wie man die einstellt. Da werde ich mich bestimmt noch einmal in Ruhe mit befassen. Ich gucke gerade mal, ob es die Anleitung auch in Deutsch gibt oder ob es die nur in Englisch gibt. Ne, haben wir auch in Deutsch. Huch, ist also auch in Deutsch dabei. Ja. Buchgröße in Zoll, Pin ziehen, binden, Pinch. Ja. Sehr schön. Ach, hier geht es dann auch nochmal weiter. Erste Schritte. Also da werde ich mir das Ganze nochmal in Ruhe dann durchlesen. Würde mich auch interessieren, welche Bindungen ich da brauche. Die habe ich mir jetzt noch nicht bestellt, da ich mir erstmal anschauen wollte, welche ich da genau benutzen kann. Es gibt da ja unterschiedliche mit unterschiedlichen Stärken und Abständen und so weiter. Und da wollte ich dann erstmal warten und nachlesen, welche ich da genau für brauche. So. Jetzt habe ich sie richtig rum. Mal gucken. Ja, die ist so hübsch. Die ist so hübsch. Da ist er. Ich freue mich total darüber, weil ich mich schon sehr, sehr darauf freue, eigene Notizbücher und Tagebücher oder so Fotobücher damit zu gestalten. Und ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt. Hier sehen wir nochmal, ne, von We Are Memory Keepers. Ja, es hat eine sehr schöne Größe. Ich mag die Farben auch mit diesem Rosa. Das finde ich schön. Hier ist so ein kleiner Hase drauf. Kann man das erkennen? Nur so ein kleines Häschen. Süß. Ja, und da werde ich mich auf jeden Fall hoch. Die schnell nach oben. Das nehmen wir auch mal hier runter. Und damit werde ich mich dann auch in den nächsten Tagen mal mit befassen und werde mir das Ganze mal in Ruhe anschauen, wie diese Maschine genau funktioniert. Ja, das ist jetzt dieser Hebel. Da kann man dann wahrscheinlich hier einstellen, an welchen Stellen die Löcher gestanzt werden sollen. Hier werden die dann eingehakt. Soweit habe ich das ja auch schon mal in anderen Videos gesehen. Hier hat man die Zentimeter und die Inch-Angaben. Wenn man jetzt DIN A5 macht, hat man das ja hier direkt vorgegeben. Und wenn man die Bücher eben bis zu 33 cm, kann man das wahrscheinlich dann binden. Ja, dann kann man das hier verlängern. Und ich denke mal, bis zu DIN A4 könnte ich dann auch ein Buch binden. Ja, jetzt schauen wir mal wieder zurück und drehe ich das ganze Teil nochmal um. Und die ist jetzt auch gar nicht so schwer. Ja, genau. Hier an der Seite sind ja diese Ringe, diese Halterungen. Das ist ja auch DIN A4 Größe. Und da werden die Löcher dann so wieder reingesetzt, um das Ganze wahrscheinlich dann aufeinander zu stapeln. Ne, und die Ringe dann einzusetzen. Ja, ist wirklich eine spannende Geschichte. Jetzt drehe ich das ganze Teil mal hier um. Und hier unten, da muss ich einmal kurz schauen, hier unten geht das dann auch runter. Genau, wenn man dann, so meine ich zumindest, das fertige Buch hier unten drauf legt, dann werden die Ringe hier hinten zusammengedrückt. Und da wird das Ganze dann verschlossen. Also den kann ich hier auch runterdrücken. Ja, da bin ich einfach mal sehr gespannt. Ist hier unten was? Ah, hier ist auch noch was zum Ziehen. Hier kommen dann wahrscheinlich Papierschnipsel. Die werden hier bestimmt aufgefangen. Und das Ganze, mal gucken, kann ich das jetzt hier bewegen? Ach ja,
Okay, wenn ich es jetzt runterdrücke, kann ich das hier auch drehen. Und dann verändert sich hier die Höhe. Das ist dann wahrscheinlich je nachdem, wie dick das Buch ist. Oder das Notizbuch. Und ja. Ja, also. Ich bin hellauf begeistert. Ich freue mich richtig darauf. Ich möchte euch jetzt auch einmal ganz kurz das Stanzen demonstrieren. Ich habe jetzt einfach hier so ein, so ein Restpapier genommen, was ich über hatte. Und wenn ich mal schaue, hier auf meiner Liste, ne, dann habe ich ja bei Inch hier die 6. Das sind dann 6 Inch. Und dann kann ich mal einmal schauen in der Anleitung. Ne, Book Size in Inches, wenn ich jetzt hier die 6 nehme, ist darunter die 12. Und das bedeutet, dass ich einmal den 12. Stift hier rausziehen muss. Zack. Und wenn der Stift rausgezogen ist, dann wird an dieser Stelle kein Loch gestanzt. Das bedeutet dann eben, ja, dieses Loch bleibt frei. Und das Ganze schiebe ich jetzt einmal hier nach hinten durch. Und dann zeige ich euch mal, wenn ich jetzt den Hebel runterdrücke, bleibt der hier oben, den wir rausgezogen haben. Sind jetzt nicht ganz 6 Inch, das ist schon so korrekt. Aber ja, es war jetzt annähernd und man kann schon erkennen, dass das hier auch gleichmäßig gestanzt wurde. Und jetzt kann man eben hier schön diese einzelnen Drähte einfädeln, um dann eben, wenn man mehrere Seiten hat, sich ein schönes kleines Büchlein zusammenstanzen. Ja. Wenn alles vorhanden ist, von diesen Bindedrähten bis hin zu einzelnen Papieren, dann werde ich euch das natürlich noch einmal komplett zeigen, welche Projekte ganz in Ruhe die Tage anschauen, welche unterschiedlichen Ringe ich dafür benutzen kann. Die werde ich mir dann auch erstmal werde ich mir erstmal ein paar besorgen und dann wird fleißig gebunden. Ich freue mich total darauf. Mir gefällt das Design. Die sieht sehr gut verarbeitet aus. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ihr werdet mit Sicherheit das ein oder andere Projekt sehen, was ich mit dieser schönen Maschine alles so herstellen werde. Wir sind ja auch schon hier an der Seite. Huch, ist gar nicht so leicht. Sieht man ja auch schon. Ne? Das sind dann alle möglichen Alben. Ja, es ist eigentlich ein ganz normales Bindegerät, aber ich mag halt eben diese Funktion mit den Metallringen und ja. Da ich eh so ein Notizbuch-Fan bin, da gibt es ja unterschiedlichste Variationen und ganz viele Videos und so weiter und so fort. Ich freue mich da sehr. Hier haben wir es auch nochmal so als kleine Step-by-Step-Anleitung in Bildern. Und man legt sich halt sein Papier einfach in die Maschine rein, kann dann die Löcher stanzen, je nachdem welchen Abständen man die haben möchte. Hier kommen dann diese Metallbindungen rein und am Ende werden die dann noch verschlossen und dann hat man sein eigenes schönes Notizbuch oder Fotoalbum oder. Ja, ich freue mich total, bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an diesem Video. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Maschine noch gar nicht. Und seid da begeistert von oder halt auch nicht. Das ist natürlich auch immer eine Frage, ne, ob die dann wirklich so genutzt wird, wie man sich das vorstellt. Ich habe sehr viel damit geplant. Ja, ich wünsche euch noch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Habt viel Spaß, eine schöne kreative Zeit. Und ich sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Und ja, ganz liebe Grüße. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis bald. Tschüss. Eieiei, das Video ist nun wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr. Vielleicht findet ihr beim nächsten Mal wieder hierher. Tschüss.